Hallo Leute und herzlich willkommen zu City Car Driving mit mir, Fast Driver. Und das ist unser allererstes Let's Play, die allererste Folge. Laut dem Kanal-Trailer sollte ich ja seit dem 10. beginnen, was aber nicht ging, da ich mitten im Umzug war und bla bla bla. Und jetzt sind wir hier. Also, eigentlich habe ich mir gedacht, wir machen die Karriere erstmal durch, was wir aber nicht machen, weil die ist langweilig, die juckt doch sowieso niemand. Das heißt, wir machen freie Fahrt, also Mods werden wir testen. Das werden sozusagen Mod-Reviews. Das kann sein, dass manchmal wir Karriere mal machen oder auch nicht. Halt, muss gucken. So. Die erste Mod, die wir machen, ist ein Toyota Supra RZ 1998 mit MSG. Was auch immer das bedeutet, MSG. So, wir lesen erstmal die Daten von der freien Fahrt durch. Also virtuelle Start, bla, Fahrschulgelände. Machen wir so wenig Verkehr, so richtig wenig, damit wir mal genug Zeit haben, um durchzudrehen und Vollgas zu geben. Farbe gibt es in weiß, grau, blau. Was ist das denn? Blau, hellblau, können wir sagen. Rot, schwarz und weiß. Und das und das und das. Ich nehme einfach in rot oder schwarz, ja. Oder ist das schwarz? Keine Ahnung, sieht nicht so aus. Ja. Also, wir lesen jetzt hier mal die Daten. Drive Type, Back, Type of Gearbox and Numbers of Gears. Mechanic 6 Gänge, ja. Maximum Power 510 HP, das muss man umrechnen. Minimum Torque cool 154 Newtonmeter auf 4000 RPM. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Maximum Speed 300 km/h. Okay. Start! Hier haben wir einen wundervollen Loading-Screen, der wahrscheinlich lange dauert. Ich hoffe, wir werden jetzt keine Soundprobleme haben, was aber, glaube ich, danach aussieht. In diesem Loading-Screen befinden sich zwei Volkswagen, die fahren wahrscheinlich auf einer Autobahn oder sowas. Keine Ahnung. Und drei Gänge. Und 56 km/h und eine Karte. Home Edition. City Car Driving und Loading. Mal hoffen, wir werden keine Soundprobleme haben, sonst müssen wir mit den Soundproblemen fahren. Und die hören sich blöd an. Die hören so. Und Mod-Reviews werden unter 15 oder über sein, je nachdem wie lange ich sie teste. Und ja, normale Videos, wie zum Beispiel ein anderes Projekt, das kommt, ist, was war es noch? Need for Speed Shift 2 Unleashed oder Need for Speed World oder Most Wanted. Das alte natürlich, das neue ist natürlich scheiße, finde ich. Dieser Kanal besteht nur aus Rennspiele, außer mal monatlich, vielleicht DLC oder GTA San Andreas Multiplayer. Wen juckt's? Also, hören wir uns mal, warte mal, Sachen hier einstellen, habe ich alles. Das ist wohl ein Rechtslenker, so wie es aussieht. Ja, yeah, ich spiele mit dem Lenkrad. Erstmal die Lichter, Bremslicht, Abblendlicht, Fernlicht. Das sieht man ja nur vorne, das heißt, wird alles aus. 1, 2, Fernlicht. Gut. Okay, und wie hört das sich an? Sehr leise, muss ich mal lauter stellen, also in meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie so ein Toyota Supra sich anhört. Könnt ihr dann definieren? Mach mal Abblendlicht an, muss ja. Ich halte ein bisschen Abblendlicht an. Das mache ich direkt weg. Da
habe ich die automatische Kupplung drin, jo, denn ich habe kein Logitech G25 oder G27, sondern ein Thrustmaster irgendwie Ferrari 458 Teil, ja, bin eigentlich damit zufrieden, ist halt jetzt nicht so ein Top-Knaller, weil 200 € für ein Lenkrad kriege ich dann halt was Besseres, ist ja klar. Und 80 € kostet dieses Ferrari 458 Lenkrad von Thrustmaster. Und ja, fahren erstmal ein bisschen langsam. Ich scheiß mal auf dieses 60. Ich fahre einfach so schnell wie ich will. Mit ein paar Allgemein-Mods, zum Beispiel der Schneemod und so. Es werden natürlich sehr viele Mods dazukommen, das heißt, die Reihe geht vielleicht bis zu 100 Folgen oder so. Bis dann mal keine Mods mehr kommen. Halt, also aktuelle. Wiederholen tue ich mich hier hoffentlich nicht. Also von den Mods her. Und ja, das ist ja mein erstes Video, wie ich schon sage. Ich mache kein Intro oder irgendwann mal später ein Intro. Wir gehen mal auf die Autobahn. Und ja, jeden Tag kommt Videos außer Sonntag. Ja. Also wir fahren auf. Wow, den kann man ja ganz schön quer treiben anscheinend. Ich hoffe, der Schall in der neuen Wohnung ist jetzt nicht so heftig, dass einige ihre Ohren auswechseln müssen. Jetzt gehe ich mal Vollgas. Und ja, da ist so ein Reisebus, heißt das so? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Bus nicht aus. Spiel spielt ja in Russland, das kann man für ca. 20 € kaufen, da kriegt man so ein Key, muss man einlösen, da ist die Polizei. Ui, gut. Oh, das Ding geht aber schon quer, das muss man sagen. Scheiße, scheiße, nein, 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 nein. Au, au, das war laut. Von 0 auf 100, das könnt ihr dann zählen. Also ich zähle nicht. Okay. Hä? Was für ich dachte. Ich dachte gerade, ich bin im Leerlauf. Traktionsproblem anscheinend. Das war. Ja, das war scheiße. Nochmal. Nein, nein, nein! Au! Das hasse ich. Ich fahr mal den dritten an. Alter! Dann fahr ich jetzt zum vierten, ganz einfach. Was passiert, wenn ich das drücke? Nix. Okay. Hoppla, gegen das Mikro stoßen. Läuft. So kann man chillig fahren. Muss man jetzt ein bisschen am Gas gehen. Egal. Ja.
Hier geht's in die Stadt jetzt rein, wenn ich geradeaus weiter, also auf der Straße bleibe. So. Wir fahren dann mal langsam in die Stadt rein. Ganz langsam. Gucken, wie das so von außen sich anhört. Man hört's. Jetzt ein Drift und dann ist es auch Ende. Dann versuche ich einen Parkplatz zu finden. Alter, wenn dieser Bus nicht da wäre, dann könnte ich jetzt kurz das machen. Ich hoffe, man hört es nicht. Jetzt saugt man auch noch. Läuft. Egal, ich hoffe, man hört es nicht. Jetzt kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich hoffe, man hört es nicht. Sorry. Ja, okay, man kann ihn querschneiden. Ich mache das Video auch schnell zu Ende. Damit eure Ohren nicht betäuben. Also, so eingepackt, schnell. Das war's mit der ersten Folge von City Car Driving mit dem ersten Video. Wir sehen uns morgen mit dem anderen Let's Play. Das heißt, ciao. Gebt ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schreibt Kommentare. Ciao. Oh, hoppla.